da braucht es eben einfach Erfindergeist, da braucht es Menschen, die sagen, ich habe eine Idee und ich will die umsetzen. Dieses Team wird ausgezeichnet für Quantenkryptographie. Unser Projekt ist die Quantenkryptographie. Das ist eine Verschlüsselungsart über Licht. Dabei haben wir im Versuchsaufbau einen Laser und zwei Polarisationsdreher und können später dann mit dem FPGA über Sensoren die Werte wieder auslesen. Wir übermitteln hier den Schlüssel für eine sichere Kommunikation über die Ausrichtung von Lichtwellen, also wie die Welle schwingt. Können wir dann unserem Empfänger sagen, welchen Schlüssel er hat, und damit können wir dann abhörsicher unsere Daten verschlüsseln. DeFi-Sun, das intelligente Gewächshaus für optimales Pflanzenwachstum. Mein Projekt LeafySun stellt ein vollautomatisches Gewächshaus zur Verfügung, was sich um die Pflanzen kümmert, das heißt optimale Standortbedingungen schafft. Logischerweise muss das Gewächshaus wissen, wann es bewässern soll, wann es beheizen soll, wann es belüften soll. Und dazu lese ich eben Sensoren aus, die mir dann sagen, wie feucht der Boden ist, wie hell es draußen ist, wie warm die Temperatur des Bodens ist. Und auf dieser Grundlage kann die Maschine dann entscheiden, ob es eben die jeweilige Peripherie anschalten soll oder nicht. Intelligent Car Door, die schlaue und verkehrssichere Autotür. Unsere grundsätzliche Chip-Idee ist eine intelligente Autotür, die sich selbst, aber auch andere Fahrzeuge vor Beulen und Beschädigungen schützt. Anwendungsbereiche sind vor allem enge Parklücken in Parkhäusern. Und ein besonderer Fall ist natürlich noch die Berücksichtigung von Fahrradfahrern und Parallelverkehr. Wir haben einen Ultraschallsensor in unser Modell eingebaut, der eben die Distanz zu einem möglichen Objekt bestimmt, und zwei Modi. Einen, in dem sich die Tür eben vollautomatisch mit einem Servomotor öffnet, bis eben ein gewisser Toleranzbereich unterschritten ist. Dann stoppt die Tür und lässt sich vollautomatisch wieder schließen. Und einen, in dem die Tür sich manuell öffnen lässt und eben durch einen Stoppmechanismus ebenfalls von dem Servo wieder abgebremst wird. Der zweite Preis für die stabilen Liegen-entkannten Wagen. Wir wollten für den Patienten einen schonenden Krankenwagentransport entwickeln, das heißt, dass der eben sicher transportiert werden kann und ruckelfrei, wodurch ein Hubschraubereinsatz eben gespart werden kann. Wir nutzen einen 3D-Beschleunigungssensor, welcher uns die Belastung, welche auf den Patienten wirken, angibt, und diese können wir dann über das FPGA verarbeiten und somit an die Motoren weitergeben, welche die Liege dann dementsprechend einstellen, sodass die Kräfte verringert werden, die auf den Patienten wirken. Der erste Preis geht an Philipp Grube von der Immanuel-Kant-Gymnasium in Bad Oeynhausen für das Projekt Smart Water Closet, die hygienische und smarte Sanitäranlage. SmartWack steht für Smart Water Closet und damit für ein intelligentes Toilettensystem. Intelligent bedeutet in diesem Zusammenhang, dass wir automatisierte Ein- und Ausgänge haben und berührungslos begehbare Toiletten verbinden. Mein System besteht aus mehreren Teilen. Ich habe zum einen eine 7-Segment-Anzeige verbaut, die zu jeder Zeit die aktuellen freien verfügbaren Plätze in dem WC anzeigt. Und auf der anderen Seite habe ich eine Statusanzeige, die anzeigt, ob beispielsweise Kabinen belegbar sind oder nicht, sodass der Nutzer von außen direkt feststellen kann, ob das WC noch frei ist oder eben ob noch eine Kabine belegbar ist. Da herkömmliche WCs oftmals sehr unhygienisch sind, habe ich mit meinem System SmartWack ein Toilettensystem entwickelt, das ohne Klinken auskommt.
Daraus resultiert im Prinzip ein höherer Hygienestandard und eine höhere Benutzerfreundlichkeit. Engineers have to understand how things work all the way down to the electrons. What this FPGA exercise allows them to do is understand the computation engine itself. When you learn just software, you don't get to understand how the computation works. This makes it all very, very clear, and I like that.